Bags Blue gegen Jewa Fun. Wer macht das Rennen und welcher Typ bist du? Ralf, wir sind beide keine Bags und Jewa-Trinker, aber wir wollen heute herausfinden, wer trinkt, für wen ist denn dieses Bier was? Und beide sind alkoholfrei und deswegen wollen wir herausfinden, welches davon schmeckt uns am besten und für euch, für welches davon ist vielleicht genau das Richtige für dich da draußen. Ja, dich. Gut. Wollen wir es aufmachen? Wir machen es einfach auf. Bei beiden haben wir kleiner als 0,5%, also keine 0,0. Alkoholfreien Biere, also sprich einfache, normale alkoholfreie Biere. Schauen wir mal. Oh, leck, das duftet. Hast du auch diese Hopfenbombe? Ich weiß nicht, kommt das von deinem oder von, also Becks oder von Jewa? Ich glaube, es ist Jewa. deins? können wir gleich so einen Freundschaftstrunk machen, oder? Ja, los, riech mal. Riech mal bei dir. Achso, ja, nicht so rum. Das ist schlimmer. Das ist schlimmer, ne? Ja. Also das riecht intensiver. Ja, aber das riecht immer noch, ich kann es auch nicht sagen, so ein bisschen spüllappig. Ja, das hier genauso gepaart mit etwas nasser Pappe. Mhm. Aber das ist eher so ein dreckiger Spüllappen. Kommt aber, ist am Anfang, wird besser. Also jetzt rieche ich so ein bisschen... Ja, jetzt rieche ich nur den Spüllappen raus. Jetzt von der Farbe dunkler. Her habe ich, genau, ist das Becks ein bisschen goldgelbner. Das Jewa hat eher so eine schöne strohgelbe Farbe, ne? Also das sieht schön strohgelb aus, ja. Cool. Das ist wie so ein oberbayerisches, ne? Ja, genau. Vom Schaum her haben wir beide... Ah ja, passt schon. Becks Schaum ist in Ordnung, ist okay. Und Jewa, nicht ganz so... Nicht ganz so schön knackig, ne? Das sieht nicht so super knackig aus. Prost. Also ich nehme das. Aalglatt. Das ist total wässrig, finde ich. Und dann ist es total hopfig. Okay, lass uns mal erst beim Jewa bleiben. Ich trinke ja auch mal einen Schluck davon. Oh. Okay. Super straight. Das ist an Straightness fast gar nicht mehr zu überbieten. Das ist so geradlinig in allem Facetten. Ja, ich finde so, vom Hopfigen her auf jeden Fall, aber ich finde es ein bisschen wässrig. Da merkt man einfach, dass da die Wollzahl fehlt. Ja. Also dieses Vollmundige ist da komplett weg. Ist sehr dünn. Ist eher so... so ein Sportlerbier, würde ich jetzt fast schon sagen. Im Gegensatz dazu des Becks, der Geruch ist nicht sehr fein, ne? Mm-mm. Haben wir, finde ich jetzt, eine klare, deutliche Malzsüße im Antrunk. Das ist total süß, das wollte ich gerade auch sagen. Wir haben hier, aber ja, hier haben wir ein ausgewiesenes Pilsner und da ist das Becks ist quasi einfach nur ein normales alkoholfreies Schankbier. Mhm. Haben wir hier wesentlich mehr Süße natürlich beim Becks. Also, ich finde das ein bisschen... Aber es ist ein bisschen vollmundiger wie das hier. Ist vollmundiger, wesentlich vollmundiger. Es geht ein bisschen breiter und hinten raus. So. Der hier macht... Aber ganz ehrlich, in ein bisschen wärmer, glaube ich, kann man das hier noch besser trinken. Und dann wird das schrecklich. Jetzt wird es interessant, ne? Weil das Jewa ist jetzt überhaupt nicht mein Fall. Also so gar nicht mein Fall. Nee. Weder im Original noch in der alkoholfreien Variante. Das Becks kann bei mir zumindest punkten durch einen gewissen Körper. Hier vermisse ich halt total den Körper. Also es ist, als würde ich so ein Schaschlikspieß hinterschieben. Aber das hier würde ich aus Durst trinken. Und das hier, das würde ich... Das würde ich jetzt eher umgekehrt sagen. Echt? Für mich ist eher das hier, das Durstbier, das ist besser als Wasser, in Anführungszeichen. Ich finde, da kann man noch drüber streiten. Aber das Jewa kommt für mich gar nicht in Frage. Ich nehme es nochmal. Oh, der Geruch.
Das ist so säurig glatt, also so säurig straight. Es ist sauer, also es hat eine Säure, es hat die friesische Herbheit, das ist das, was jeder mag, der einfach gerne dieses Pils so richtig herb mag. Und das wäre jetzt mein Fazit. Mein Fazit ist, es ist gar nicht so schwierig, ist eigentlich das Fazit. Ihr wollt es trotzdem noch pilzig haben, ihr wollt es trotzdem nordpilzig haben, also diese friesische Herbheit, dann greift zum Jever, dann ist das euer Ding. Seid ihr eher aus dem südlichen Teil Deutschlands, dann wollt ihr eher den Körper haben und die malzigen Vollmundigkeit, die ihr danach sucht, ihr, dann seid ihr definitiv meiner Meinung nach besser beim Becks aufgehoben. Dort findet ihr nämlich einfach eher diesen Malzcharakter noch. Das sind die zwei Kategorien. Bei mir ist es anders. Wie würdest du? Ich würde sagen, das hier ist so das klassische Bier nach dem Sport. Für mich wäre das das. Das trinke ich nach dem Sport und dann habe ich Durst gelöscht, willst du ja kein mehr. Und das hier, das ist so das Fahrerbier. Das trinkt einer, der fahren muss. Da trinkt er auf jeden Fall nicht das, weil er da kein Zweites will. Das ist eine schwierige Entscheidung. Entscheidung. Ganz ehrlich, ich würde beide nicht nehmen. Nee, es wäre jetzt auch nicht mein Fall, da würde ich wahrscheinlich eher zum Wasser greifen. Aber ich finde, man kann fast eine Grenze ziehen durch Deutschland und es unterteilen in Nord und Süd, finde ich diese beiden Biere stellvertretend dafür. Unabhängig davon, beide aus dem Norden kommen, aber ist für mich das Specs eher der südlichere, das sind die südlicheren Fans. Meinst? Wir wissen es nicht, aber da wir jetzt nicht die klassischen Jever- und Becks-Trinker sind, interessieren wir uns umso mehr für eure Meinung. Wenn ihr gerne Becks und Jever trinkt und ihr erkennt die alkoholfreien Varianten oder ihr probiert sie jetzt auch mal, dann schreibt uns dringend in die Kommentare, wie ihr diese beiden Biere so findet. Das war in kurz Becks Blue gegen Jever Fun. Welcher Typ bist du?